Ja, danke Michael. Ja, mein Name ist Thorsten Doll. Ich vertrete heute den Marketing Club Berlin. Udo hat das ja schon angedeutet gehabt. Mit meiner Agentur Schönwiese begleiten wir das gesamten Webauftritt und haben eigentlich auch immer sehr viel Spaß mit den Studenten in der Vergangenheit gehabt, das miteinander zu begleiten und diese Veranstaltung nach vorne zu treiben. Beim Marketing Club Berlin bin ich verantwortlich für den Online-Bereich, für die Online-Arbeitsgruppe. Und da sind wir natürlich auch immer sehr dankbar, wenn ein paar neue Gesichter mit dazu kommen. Udo hat es ja auch schon mal angedeutet gehabt, auch mit den Sponsoren. Auch mein Herzen ist natürlich sehr stark bei den Sponsoren, die mit dazugekommen sind und uns auch seit Jahren die Treue halten. Mir persönlich ist natürlich immer die auch über den Marketingclub gekommen sind, das ist Curry 36 und Warsteiner. Das ist nur mit einem vollen Magen lässt sich natürlich auch der Content, der hier produziert wird, auch gut verarbeiten. Zusätzlich der Marketingclub Berlin, wer ihn nicht kennt, der Marketingclub Berlin ist zuständig rund um die Marketing-Professionals hier in Berlin. Wir haben einen sehr aktiven Jump-Kreis, das ist eine Abkürzung für Junior Marketing Professionals. Wir haben heute auch einen der Jump-Sprecher mit da drüben ist er, der Jan Wittke. Der ist auch gerne immer mal für euch da, wenn ihr auch Fragen habt, wie wir vielleicht den Kontakt auch zu den jungen Leuten im Marketing-Club hinbekommen könnt. Da kann euch Jan und natürlich auch meine Wenigkeit gerne weiterhelfen. Des Weiteren haben wir auch eine sehr erfreuliche Sache. Seit dem 1.12. haben wir eine neue Geschäftsstellenbesetzung. Die Andrea Kaul ist da drüben. Die betreut heute auch das erste Mal mit dieser Veranstaltung und ist auch gerne für die nächsten 2 Stunden, glaube ich, ist sie ungefähr noch da, auch gerne für Fragen rund um den Marketingclub auch da. Ich habe noch 2, 3 kleine eigene Sachen. Das ist nämlich die, dass der Marketingclub Berlin auch seit 2 Jahren verantwortlich ist für ein Marketing-Skicamp. Wir fahren mit Leuten aus ganz Deutschland, jungen Leuten und auch ältere Leute, immer an verschiedenen Locations zum Skifahren. Und nächstes Jahr vom 1.2. bis zum 8.2. sind wir das erste Mal in Schladming, haben eine exklusive Hütte für 24 Personen gemietet, wo es um Netzwerken geht. Wir machen abends auch nochmal Vorträge, kochen gemeinsam und dann kommt natürlich auch Snowboardfahren und Skifahren und ein bisschen Abriss-Ski dazu. Wer dazu Fragen hat, findet das unter marketingskicamp.de auf der Webseite. Natürlich bei uns auf der Marketing-Club-Webseite. Sprecht auch gerne Jan an oder mich oder auch nochmal die Andrea. Darüber hinaus finden natürlich auch schon die ersten Veranstaltungen für nächstes Jahr schon wieder statt. Also kaum ist Weihnachten und Neujahr demnächst wieder vorbei, geht es natürlich schon wieder ins neue Jahr. Da ist einerseits die wichtigste Sache der Neumitgliederempfang. Wir haben eine ganze Menge Neumitglieder dieses Jahr mit dazu bekommen und am 27.01. wird es bei Beach Mitte einen Neumitgliederempfang geben. Und danach, was auch für viele von euch vielleicht interessant ist, wird von den Jumps ein Speed-Dating veranstaltet. Da ist ab 18.30 Uhr Treffen bei Beach Mitte. In den nächsten 2, 3 Tagen wird auch die Anmeldung auf der Webseite aktiv sein. Da könnt ihr euch auch gerne schon mit anmelden. Genau, das sind die Sachen. Wo findet ihr uns? Den Jan hatte ich auch schon gesagt, Andrea auch. Sehr wichtiger Part ist neben den anderen Jumps auch noch der Sprecher Tobias. Wird Tobias heute auch noch mit dazukommen, Jan? Nein? Schade. Also der ist auch gerade im Videobereich immer ein sehr toller Typ, hat eine sehr tolle Werbeagentur oder Content-Agentur rund um Videos. Also wenn ihr auch nochmal zu anderen Veranstaltungen kommen würdet, auf Jan stürzen und vielleicht auch mal fragen, ob man Kontakt zum Tobias aufbauen kann. Ihr findet uns natürlich bei Twitter, Xing, überall in den ganzen sozialen Netzwerken findet ihr uns, aber die Hauptseite ist der Marketing Club Berlin. Und wenn ihr heute natürlich, ihr habt heute natürlich auch die Chance, selber, wie bei allen anderen Veranstaltungen, Content mitzuproduzieren, mitzuteilen, ob die Aussagen, die hier heute kommen, gut oder schlecht oder annehmbar oder dass wirklich auch ein Trend sind. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr heute den richtigen Hashtag auch mitsetzt. Und das ist MMM Berlin 2019.
Und wir haben heute auch zum dritten Mal, glaube ich, auch wieder, wurde ja auch schon mit angedeutet über die Firma AppSquared, eine eigene App. Und da wird uns auch die Christine gleich auch noch ein paar Sachen sagen. Wo ist Christine? Christine ist da drüben. Wird uns auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Und ja, eine ganz wichtige Sache, ab 18 Uhr gibt es dann halt nochmal Currywurst, Cola von Fritz Cola und noch ein, zwei Bier. Und dann würde ich ganz gerne das Wort an Christine übergeben, damit sie uns noch ein paar Sachen zu der App des heutigen Tages noch mit sagt.